wirklich toll aus. Die sieht nicht toll aus, die sieht unheimlich toll aus. Das musst du ihr mal sagen oder zeigen oder so. Und wie? Ich weiß nicht. Irgendwie. Hey, ich hab's. Lad sie zu einer Fahrt mit dem Kanu ein. Und bei der Gelegenheit sagst du ihr es dann. Du hast Nerven. Ich spaziere doch nicht einfach so über den Schulhof und frage sie, ob sie mit mir Kanu fahren will. Warum denn nicht? Was ist, wenn sie Nein sagt? Was mache ich dann? Tja, das weiß ich auch nicht. Ja, dann lass dir was einfallen. Ja, was denn? Also, wenn ich so gut zeichnen könnte wie du, da würde mir schon was einfallen. Du meinst, ich soll ein Kanu zeichnen? Genau, ein Kanu. Und im Kanu, Britta und du. Wo wir gerade ins Wasser fallen, was? Das muss so aussehen wie ein Gutschein oder eine Einladung. Ach, und was ist, wenn sie das Boot von nicht verträgt? Was? Ja, die ganze Schaukelei und so. Ach, frag Lisa, die geht mit ihr in eine Klasse. Vielleicht weiß die das. Oh je, ich glaube, da kommt ein Gewitter. Los, komm. Mann, ist das Ding schwer. Ja, ich will noch gar nicht. Ach, komm. Wieso, ach, komm. Du hast bestimmt mehr Wookies als ich. Weiß nicht, vielleicht. Timo, weißt du, was du für ein Sternzeichen bist? Schütze, wieso? Ich will wissen, was dich in der Liebe erwartet. Hä? Weiß nicht. Dein Horoskop. Ach so. Ist Lisa auch da? Womit kann ich dienen? Wahrsagen, Astrologie, Handlesen. Weißt du zufälligerweise, ob Britta Sandmann schnell seekrank wird? Wieso willst du das denn wissen? Willst du etwa eine Seefahrt mit ihr machen? Ja, aber auf dem Kanu. Wie süß, wie in Venedig in einer Gondel. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie eine sehr gute Schwimmerin ist. Alles klar. Danke. Oh, unser armer Timo ist verliebt. Wollen wir doch mal gucken, was sein Horoskop dazu sagt. Ich kann ja Britta fragen, ob sie auch verliebt ist. Ja, mach das. In der Liebe stehen mir in Schützen stürmische Zeiten bevor. Sag mal, meinst du wirklich, dass Timo und Britta verliebt ist? Klar, auf dem Schulhof lässt er sie nicht aus den Augen. Stürmische Zeiten in der Liebe. Wäre schön, wenn man da ein bisschen nachhelfen könnte. Wie meinst du das? Wer verliebt ist, muss leiden. Wie du, wenn du an David denkst. Oh, du bist gemein, Lisa. Ist doch wahr, oder? Gut. Hey, da muss Timo auch leiden. Nicht immer auf dieselben Stellen, das gibt Beulen. Klugscheißer. Ich würde auf den Fachmann hören. Ich gebe dir gleich das Ohren. Stürmische Zeiten in der Liebe, du Ärmster. Was damit wohl gemeint ist? Glaub doch bloß nicht diesen Quatsch. Quatsch? Naja, ich weiß nicht. Nach einem starken Gewitter scheint endlich wieder die Sonne. Was liest du denn da? Mein Horoskop, du Dödel. Willst du auch mal das von Britta sehen? Lass mich mal jetzt auch mal lesen. Ja. Alles, was ich möchte, ist, dass Lisa Britta morgen den Brief übergibt. Wer ist denn Britta? Aha, du brauchst ein Postillon d'amour. Was ist das denn? Ein Postbote der Liebe, Kleiner. Ey. Ach, du nervst wirklich hier, nimm. Aber Wiedersehen macht Freude. Stürmische Zeiten in der Liebe. Und die Sterne lügen nie. Ich glaube, die Kanufahrt werde ich abblasen. Wieso das denn? Du kannst dabei nur gewinnen. Ich kenne Hexe. Die brütet irgendwas aus. Also ich finde sie süß. Das ist typisch, Ulf. In der Liebe erwartet die Jungfrau wenig Aufregendes. Alles verläuft in ruhigen Bahnen. Wer es glaubt, wird selig. Hier, halt mal. Du arme Jungfrau, Jan Kruse ist eben ein Langweiler. Und du bist ein kleiner Klugscheißer. Das stimmt, das steht in deinem Horoskop. Ah, und was sagt dein Horoskop zum Wetter? Zum Wetter? Ja. Sag nur zu Liebe, Beruf und Gesundheit was. Und gar nichts zum Wetter? Nein, hier steht nichts. Was sagt dein Knie? Also mein Knie sagt, dass wir spätestens morgen mit der Weizenernte anfangen sollten. In 24 Stunden schlägt das Wetter um. Das sagt dir dein Knie? Ja, immer wenn das Wetter sich ändert, meldet sich meine alte Sportverletzung. Und die ist zuverlässiger als jedes Horoskop und die Meteorologie. Meteorologie? Das kann ich ja später auch mal studieren. Damit Leuten zusammenarbeiten wie mit Uwe. Später. Aber jetzt satteln wir erstmal ab.
gestern Abend echt nicht gehört? Nein, ehrlich nicht. Das war so laut, ich wäre beinahe aus dem Bett gefallen. Also ich habe keine Angst vor Gewitter. Naja, diese Nacht war es ja noch nicht so schlimm. Na Gott sei Dank. Bitte gib dem Britta aber so, dass die anderen nicht sehen, okay? Okay. Oh, geliebte Britta, meine große Liebe. Blöde Kuh! Also ich hätte den Brief Lisa echt nicht gegeben. Spricht ja wieder der Fachmann. Die hacken irgendwas aus. Ich rieche das. Auf Lisa ist Verlass und Hexe geht das gar nichts an. Mach ruhig weiter, das ist nur die Kette. Können wir helfen? Nee, das ist schon okay. Schaffen wir schon alleine. Na gut. Gut, bis später. Ja, tschüss. Los, zeig mir den Brief. Naja, eigentlich ist es ja Briefgeheimnis. Dann hätte er ihn mit der Post schicken sollen und das hat er nicht. Also los. Geht das gut? Ich finde es gut mit einem Gutschein. Komm schon her! Wollt das sehen? Los! Oh. Das muss Liebe schön sein. Bitte komm zu mir. Timo, küss mich. Also das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ich mir auch nicht. Der hält sich wohl für super cool, oder? Wieso, hast du keine Lust? Oh, gut, dass wir das nicht waren. Zeig mal. Du, deine Tipps, du Arschloch. Für die Konjugation unregelmäßiger Verben im Englischen gibt es leider keine Faustregel. Das nicht. So wie Britta reagiert hat, sowas von zickig. Nehmen wir ein so einfaches Beispiel wie das Verb. Ja, aber was? Was hast du denn gezeichnet? Ein Kanu, was sonst? Deswegen kann sie doch nicht gleich so total zickig reagieren. Wenn das Verb Ring genauso konjugiert würde, dann seid ihr auf dem Holzweg. Da haben Max und Lisa ihre Finger drin. Das rieche ich. Hey, lass dir von Britta noch mal den Gutschein zeigen. Ich? Damit sie mir noch eine schmiert? Das kann ich nicht. Aber ich. Timo, wie wär's mit dir? Was? Die Konjugation des Wortes to fly. Ah, fly, 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 fly. Nein, fly, flew, flown. Also, was lernen wir daraus, Herrschaften? Unregelmäßige Verben muss man lernen. Lernen, lernen. Lernen. Ja, lernen. Hoffentlich kriegen wir vom nächsten Gewitter noch alles rein. Was ist ein Gewitter? Ein Gewitter, ja. Weißt du, wenn die Spannung zwischen Himmel und Erde zu groß ist und dazu die Luft noch ganz feucht ist, also es viele Wolken gibt, dann entlädt sich diese Spannung in einem Blitz. Und dann kracht's rums. Und hoppa. Und dazu stürmt es meist noch ganz doll. Und es regnet und regnet und regnet. Wie in Vietnam? Hm? Ja, so ungefähr. Nur nennt man es da Tropengewitter. Hoffentlich bleiben wir davon verschont. Ich weiß jetzt, was ein Gewitter ist. Da bin ich aber mal gespannt. Erzähl mal. Ein ganz großer Blitz zwischen Himmel und Hölle. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, vielleicht sollten wir doch lieber von Getreide auf Vieh umstellen. Mhm. Eine kleine Herde schwarz-weißes Mastvieh. Macht nicht viel Arbeit, ist bei Wind und Wetter draußen und das Fleisch ist gut. Fängst du schon wieder damit an? So eine Herde kannst du mit einem Schlag verlieren. Na, Getreide auch. Ach, so ein Quatsch. Wir haben uns nur mal auf Getreide festgelegt und damit sind wir immer gut gefahren. Lass uns doch mal was Neues ausprobieren. Wer fährt? Ich fahre! Nee, das fehlte noch. Hier wird das Lachen noch vergehen, wenn ich herausfinde, dass ihr irgendwas mit dem Brief gemacht habt. Bedank dich bei deinem Horoskop. Ein Blitz hat schon mal zwei Radfahrer mit einem Schlag getötet. Hör auf, du Blödmann. Das ist die Wahrheit.
Und Hexen erschlagen sie am liebsten. Hört doch endlich auf. Wie war's denn auf dem Markt heute? Ach, es geht. Aber die Zucchini sind aus. Da musst du beim nächsten Mal mehr mitnehmen. Ja. Papi, Henry. Was ist denn? Hier, euer Horoskop. Lass mal sehen. Es kommen turbulente Zeiten auf euch zu. Nicht nur in der Liebe. Für turbulente Zeiten werde ich schon sorgen. Hey, da hörst du es auf. Sowas lasse ich mich ein. Du bist ja fast so gut wie Seni. Wie wer? Seni. Was ist denn das? Der Hofastrologe des Fürsten Wallenstein, damals im 30-jährigen Krieg. Hofastrologe? Sowas könnte ich doch auch werden. Na klar, an meinem Hof, aber dann müsste ich erst mal Fürstin werden. Oder Königin, meine Königin. Du könntest eine Königin gar nicht ernähren, solange du noch studierst. Umgekehrt, die müsste mich ihren Liebhaber ernähren. Und das würde heißen, dass du in alle Ewigkeit studierst? Richtig. Was studierst du denn? Na, alles. Ja, ja, das Studium der Weiber ist schwer, lalala. Oh, Etta, du machst deinen Hofladen jetzt dicht. Wieso? Na, bei dem Wetter kommt eh kein Kunde mehr. Mag sein. Ich habe auch immer so Angst vor Gewitter. Oh, aber doch nicht, wenn ich bei dir bin. Oh, Henry! Hallo, hallo. Hallo, hi. Hey! Wenn ich herausfinde, dass du das warst, dann kracht's. Reg dich ab, Simon. Mensch, das war doch nicht so gemeint. Hey, schau mal in dein Horoskop. Sie werden eine böse Überraschung erleben. Okay, ja, sonst nehme ich Leihgebühr. Lass mich durch. Hey, was war denn heute Morgen auf dem Schulhof? Musst du so dämliche Fragen stellen? Hallo. Hallo. Willst du zu Britta? Ja. Timo. Nein, Wolf. Nee, tut mir leid, du bist leider nicht da. Ach so, ja, danke. Tschüss. Tschüss. Was machst du denn hier? Ich will wissen, warum du Timo eine geklebt hast. Der weiß schon warum. Nee, die Zeichnung kann es kaum gewesen sein. War's aber. Ein Kanu mit zwei Typen drin. Und da spielst du verrückt? Und was ist mit dem Bett? Und Timo im Anflug? Was? Timo im Anflug? Nee, das hat er nie gezeichnet. Das ist doch Kinderkram. Das musst du mir erst beweisen. Und was ist das? Was? Das sieht doch ein Baby, dass das nicht der gleiche Strich ist. Aber der Brief ist doch von Timo, oder? Ja, das schon. Aber nicht das. Begriffen? Ich bin doch nicht blöd. Blöd vielleicht nicht, aber blond. Na, spielst du immer noch die beleidigte Jungfrau? Na, da laufen die beiden Bilderfälscher. Warst du bei Britta? Ja, hab den Gutschein gesehen. Da war nicht nur dein Kanu drauf, sondern noch ein Bett. Und wie du auf Britta fliegst. Ein Bett? Im Traum würde ich sowas nicht zeichnen. Ich weiß, kenn doch deinen Strich. Oh Mensch, danke, Ulf. Ich hätte nie die Nerven gehabt, so zu Britta zu gehen. Ich auch nicht, wenn ich in sie verknallt wäre. Und jetzt? Rache ist süß. Können nur die beiden gewesen sein. Klar. Der Blitz soll sie erschlagen. Du brauchst keine Angst haben, Einstein. Er hat Angst vor dem Gewitter. Du zitterst ja richtig, Einstein. Timo hat von seiner neuen Flamme eine geschmiert gekriegt. Flamme? Ja, Britta, in die ist er verknallt. Hat er sich schon geküsst? Nein, noch nicht. Sie hat ihn eine geklebt. Geklebt? Ja, eine geknallt. Eine gelangt. Eben eine Ohrfeige. Wir müssen uns beeilen, es regnet gleich. Na gut, komm. Ach du dickes Ei, wo muss das denn sein? Das ist ein verdammtes Saugwetter. So. Ach, du lieber Himmel. Mann, oh Mann, das wird ja wohl überhaupt nicht auf. Oh, ich hab Angst. Ach, Quatsch. Das Gewitter ist noch viel zu weit weg.
überhaupt nicht. Ach, wieso sollte sie sauer sein? Das war doch lustig. Ja, wenn sowas mit mir gemacht würde, wäre ich auch ganz schön sauer. Bin ich auch. Absolut stinksauer. Timo, es tut mir leid. Ehrlich. Ach, auf einmal. Ihr werdet euch gleich morgen früh bei Britta entschuldigen. Morgen? Nie im Leben. Na gut. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Warte, Timo! Du willst doch das Foto machen! Komm, Rechte! Du bleibst hier! Deine Siege! Fehlt nur, dass der Blitz einschlägt und die Festplatte mit allen wichtigen Unterlagen zerstört. Susi, nun mal doch den Teufel nicht an die Wand. Darf ich mal aufstehen? Warum? Ich muss so dringend aufs Klo. Das war verdammt nah dran. Na und? Ich denke, du musst zum Klo. Nee, allein trau ich mich nicht. Angst, dass dich der Blitz beim Pinguin erwischt. Angst, Hase. Timo. Nun wartet nicht alle auf den nächsten Blitz. Räumt lieber den Tisch mit ab. Also ich hab schon gedeckt, ich hab Pause. Ich muss noch Mathe lernen. Darf ich ins Office? Aber nicht den Computer anschalten. Nein. Ich helfe Mama mit. Ich hab schon genug. Wir haben den Lettierband, ne? Wollt ihr wissen, nach welchen physikalischen Gesetzen Gewitter abläuft oder lieber was zur Aufheiterung? Ich weiß nicht. Ich glaube lieber was zur Aufheiterung. Schicksal. Der Wolke-Zickzack-Zunge spricht. Ich bringe dir mein Hammellicht. Der Hammel, der im Stalle stand, ward links und hinten schwarz gebrannt. Sein Leben grübelt er seitdem. Warum ihm dies geschah? Von wem? Tobias, das ist nicht dein Ernst. Einstein hat auch Angst vor dem Gewitter. Aber nur, solange das Gewitter ist. Und dass du mir da nicht reinscheißt, Einstein. Kommst du mit aufs Klo? Seit wann passen zwei auf die Klobrille? Hexe macht sich vor Angst in die Hosen. Nun stell dich nicht so an, Mädchen in deinem Alter und Angst, alleine aufs Klo zu gehen. Ach, mit 13 hattest du bestimmt auch Angst. Mama, ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen! Warum hast du kein Licht angemacht? Hab ich doch, aber das war kaputt! Ach, Julia, nun mach uns nicht alle verrückt. Gut, das Deckenlicht ist kaputt und du hast ja eingebildet, du siehst Gespenster. Nein, ich hab's wirklich gesehen! Es hat furchtbar gestöhnt, als es nach mir greifen wollte. Gut, Alsterteil ist doch kein Spukschloss. Richtig. Oh, ich muss so dringend aufs Klo. Gut, Schwesterchen, dann gehe ich eben mit. Gespenster. Auf Gut Alsterteil. Ich glaube, ich spinne. Oh, ich muss so dringend pinkeln. Nun sieh du doch mal nach, Uwe. Warum? Geisterstunde ist doch erst ab Mitternacht. Stimmt, du hast völlig recht. Siehst du, deine Tochter ist mutiger als du. Fast gestorben vor Angst, du Gespenst. Und ich vor Lachen. Entschuldige dich bei Hexe.
Die soll sich erst mal bei mir entschuldigen. Gib mal her. Das ist doch unsere Weihnachtsdecke. Sag mal, tickst du noch richtig? Du kannst ja nicht einfach die Decke zerschneiden. Schwere Zeiten für ein Gespenst. Small! Hey, 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 ihr Streithammel! Wo ist eigentlich Kiki? Kiki, komm sofort rein! Oh, das würde ich mich nie trauen, mitten im Gewitter. Das stand doch in ihrem Horoskop. Der Krebs beweist in den nächsten Tagen Mut und Tapferkeit. Au! Ich denke, Gespenster kennen keinen Schmerz. Wer hat denn angefangen? Also, ich habe mich nicht als Gespenst verkleidet. Und wer hat Britta aufgehetzt? Du wirst dich gleich morgen früh bei ihr entschuldigen und ihr dann die Wahrheit sagen. Da kannst du lange warten. Blöde Ziege! Fast die ganze Ernte vernichtet. Also ich muss Carla recht geben. In Zukunft werden wir kein Getreide mehr anbauen. Ja, vielleicht, aber wir haben unsere Kunden. Lasst uns eine kleine Herde schwarz-weißes Mastvieh kaufen. Als Ergänzung. Und dann stellen wir ganz behutsam um. Also keine schlechte Idee. Und, wie ich gehört habe, anspruchslose Tiere und kerngesund. Ach, kommt die Kleine angerannt. Ami, wo warst du gestern beim großen Gewitter? Das war toll. Nun sag schon. Also, bei Gewitter, ja, wie soll ich das erklären? Versuch's einfach. Ja, also bei Gewitter, da verkrieche ich mich immer ins Bett, zieh die Decke über beide Ohren und steck die Nase erst wieder raus, bis alles vorbei ist. Hast du Angst? Gott, Angst würde ich das nicht nennen. Nein. Nein, wir auch nicht. Wie denn? Vorsicht. Vorsicht. Hat jemand von euch Einstein gesehen? Der ist noch im Schrank. Oh. Hier vom Ritter. Wahrscheinlich will sie, dass du dich bei ihr entschuldigst. Oder du dich bei ihr. Was schreibt sie denn? Wissen, dass ich dich mag, oder? Hat verflixt wehgetan, als mir eine geknallt hast. Ich hab wirklich gedacht, jetzt ist alles aus. Was sollte ich denn machen, als Hexe und die anderen blöde Witze gerissen haben? Und das mit der Zeichnung, das habe ich gleich gewusst. Ich bin doch nicht blöd. Nein, natürlich bist du das nicht. Wie gern würde ich mit dir lachen, nur einfach Quatsch mit dir machen, Was singst du denn da? Ein Lied von einer neuen Gruppe. Alle ungefähr so alt wie wir. Ralf, mein Cousin, ist auch dabei. Was, die haben ihre eigenen Songs? Na klar. Und in 3 Wochen ihren ersten Auftritt. Und dein Cousin ist mit dabei? Ja. Wäre das nicht auch was für dich? Das wäre ein Traum. Manchmal werden Träume ja wahr. Wie gern würde ich mit dir lachen. Nur einfach Quatsch mit dir machen. Ich lauf dir nicht hinterher, doch das Warten fällt mir ja so schwer. Im Alstertal geht's lustig zu, mit Kindern so wie ich und du.